Bitte, du musst mir helfen. Was machen Sie denn hier? Du bist der Einzige, dem ich vertrauen kann. Ja, morgen, Kollegin. Du siehst ja aus wie das blühende Leben. Dankeschön. So lange ferngeguckt? Hey, sag mal, was ist denn los? Ja. Gestern war doch Vollmond, da kann ich doch immer so schlecht pennen. Und wenn, dann träume ich immer so komisches Zeug. Na ja, und was? Das verrate ich dir, wenn du mir so ein Teilchen abgibst und mir einen Kaffee bringst. Netter Versuch, Kollegin. Ja, dann müssen wir es dringend, sonst wäre ich doch nicht schon hier. Können wir Ihnen helfen? Ich möchte Anzeige erstatten. Es geht um meinen Vater. Na gut, dann nehmen Sie doch Platz. Mein Name ist Naseband, das ist meine Kollegin Frau Rietz, Herr Grass. Und Sie sind der Herr? Kuhnreuther. Tobias Kuhnreuther. Mein Vater soll ermordet werden. Und zwar mit Gift. Und von wem? Von seinem Geschäftsführer. Der leitet unser Familienunternehmen und der macht dubiose Geschäfte. Und der will die vertuschen. Und deswegen soll mein Vater sterben. Und woher wissen Sie das alles? Von seiner Sekretärin. Das ist die, die heißt Monika Wagner. Ich kenne sie gar nicht wirklich, aber sie war völlig panisch und aufgelöst. Ich habe dann ihr zugehört, was sie gesagt hat, und sie ist in Panik wieder verschwunden. Wohin? Ich weiß es nicht, tut mir leid. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir reden mal mit Ihrem Vater. Ja. Ja, ist ein bisschen schwierig, aber am besten, ich führe Sie gleich zu ihm. Ja. Ach gut, dann frühstücke ich in Ruhe mal zu Ende. Ihr schafft das ja auch allein, oder? Ja, guten Appetit auch. Mhm. Ciao. Geht's noch? Unglaublich, echt. Tobias? Da bist du ja. Wir hatten doch ausgemacht, dass du Bescheid sagst, wenn du das Haus verlässt. Das ist meine Schwester Elisabeth. Und wer sind deine Freunde, Tobi? Wir sind von der Kripo, Rietz, mein Kollege Herr Grass. Ach Gott, entschuldigen Sie. Hat Tobi was angestellt? Nein, es geht um Papa. Olaf will ihn umbringen, ich kann's beweisen. Tobi, lass doch den Unsinn. Olaf Bronkhorst ist der Geschäftsführer unseres Vaters. Er ist gerade bei ihm. Was? Er ist bei ihm? Und die beiden sind allein? Tobi! Jetzt warte doch! Lass sofort meinen Vater in Ruhe, du Schwein! Aber Tobi, spinnst du? Jetzt nimm doch Vernunft an! Von wegen Vernunft. Er will Papa umbringen. Jetzt mal mit der Ruhe, bitte. Wer sind Sie denn? Wir sind von der Kriminalpolizei. Kommen Sie. Und wir beide gehen mal an die frische Luft. Du bist erledigt. Du wirst jetzt verhaftet. Herr Kommissar, ich kann Ihnen das alles erklären. Ja, aber erst mal eins nach dem anderen. Das ist Ihr Vater. Ja. Aber er kann Sie nicht hören. Er nimmt kaum noch etwas wahr. Wissen Sie, er hat Krebs im Endstadium. Mein Vater ist doch eh schon so gut wie tot. Aber dieser Ratte kann es einfach nicht schnell genug gehen. Wissen Sie, dass er ein Drittel von der gesamten Firma erbt, wenn mein Vater tot ist? Herr Kuhnreuther, jetzt beruhigen Sie sich doch. Haben Sie denn nicht die Geräte gesehen, an denen er hängt? Und die Schläuche? Die mischen ihm Arsen bei, in ganz kleinen Mengen. Sodass er ganz langsam verreckt. Die Medikamente hat er von seinem Hausarzt gegen die Schmerzen. Es war der Wunsch meines Vaters, zu Hause zu sterben. Im Krankenhaus könnten Sie auch nicht mehr für ihn tun. Sagen Sie mal, könnte es sein, also rein theoretisch, dass irgendjemand den Medikamenten Gift beigemischt hat? Die Krankenschwester hängt mit in der Sache drin. Das ist die einzige Erklärung. Warum flüstern Sie denn so? Die Frau, die heute bei mir war, diese Sekretärin, die hat gesagt, ich muss vorsichtig sein. Sehr, sehr vorsichtig.
Ja, Monika Wagner ist meine Sekretärin. Aber sie ist seit 3 Wochen in Urlaub. Sie überquert die Alpen. Zu Fuß. Ausgeschlossen, dass sie bei Tobias war. Geben Sie mir trotzdem Ihre Telefonnummer, am besten Ihre Mobilfunknummer. Das nützt nichts, sie hat ihr Handy nicht dabei. Wissen Sie, das ist so eine Art Selbsterfahrungstrip. Ich sag's Ihnen, heute Morgen stand sie hier vor meinem Fenster. Mhm. Davon haben Sie vorhin aber nichts erzählt. Doch, sie stand vorm Fenster. Jemand wollte sie ermorden, hat sie gesagt. Und sie weiß einfach zu viel. Wer will sie denn ermorden? Das hat sie nicht gesagt. Aber sie war völlig panisch und ist verschwunden. Ich vermute mal, dass es der Geschäftsführer ist, von meinem Vater. Wie kommen Sie darauf? Haben Sie irgendwelche Beweise für Ihren Verdacht? Nein. Okay, Herr Kuhn-Reuter, wir kümmern uns darum. Versprochen. Was wollen Sie denn jetzt unternehmen? Wir werden erstmal von Ihrem Vater eine Blutprobe nehmen und untersuchen, ob ihm tatsächlich Gift zugeführt wurde. Und dann müssen wir diese Sekretärin finden. Der Junge ist völlig verrückt, sage ich Ihnen. Trotzdem werden wir der Sache jetzt erst einmal nachgehen. Ja, natürlich. Aber da gibt es trotzdem noch was, was Sie über meinen Bruder wissen sollten. Der Typ war in psychiatrischer Behandlung, also stationär, die geschlossene Abteilung. Hm? Er hat Paranoia. Vor 2 Wochen haben sie ihn erst wieder rausgelassen. Ja. Die Schwester hat Gerrit gegenüber sowas erwähnt, aber nicht, dass es so schlimm ist. Also vor seiner Erkrankung hat er wohl massiv Drogen genommen. Er ist wahrscheinlich irgendwie auf einem LSD-Trip hängen geblieben. Und jetzt hat er Verfolgungswahn. Zuerst hat er gedacht, die CIA würde sein Gehirn anzapfen. Und jetzt glaubt er halt, jemand will seinen Vater umbringen. Ja, krass. Aber komisch, auf mich hat er eigentlich einen ganz vernünftigen Eindruck gemacht. Ich habe mit dem behandelnden Arzt gesprochen. Der meinte, wenn man ihn nicht kennt und auch nichts von seiner Krankengeschichte weiß, dann kann man ihn für ganz normal halten. Der hat sich das also wirklich alles nur eingebildet? An den ganzen Anschuldigungen ist doch nichts dran. Wir haben das Blut des Vaters untersucht. Da war weder Arsen drin, noch Spuren von irgendeinem anderen Gift. Tja, dann können wir den Fall wohl zu den Akten legen. Ach. Frau Rietz, darf ich Sie vielleicht kurz unter 4 Augen sprechen? Ja, klar. Gehen wir raus. Viel Spaß. Haben Sie denn schon was herausgefunden? Bitte, nehmen Sie doch erstmal Platz. Also, das Blut Ihres Vaters wurde untersucht. Aber es wurde nichts festgestellt. Ach Gott, das habe ich mir schon gedacht. Aber die mischen das Arsen bestimmt in so geringen Mengen bei, dass man es einfach nicht nachweisen kann. Herr Kuhn-Reuter, es gibt überhaupt keine Hinweise darauf, dass irgendjemand Ihren Vater umbringt. Könnte es vielleicht sein, dass Sie sich das mit der Frau nur eingebildet haben? Nein. Sie sagen das doch jetzt nur, weil Sie wissen, dass ich in der Psychiatrie war, oder? Sie denken, ich bin ein Baller. Schauen Sie, ich nehme Medikamente. Ich bin absolut zurechnungsfähig. Ich bin klar im Kopf. Ja, aber trotzdem. Außerdem hat die Sekretärin mich wieder angerufen. Aha. Ja, sie hat gesagt, die Polizei steckt mit drin. Alle. Aber Ihnen vertraue ich. Und was hat die Frau noch gesagt? Ach so, ich verstehe schon. Sie glauben mir auch nicht. Okay, gut. Dann besorge ich die Beweise selber und dann müssen Sie mir glauben. Alle miteinander. Herr Kuhn-Reuter, bitte. Jetzt machen Sie doch keinen Quatsch. Ich weiß genau, was ich tue. Sind die Unterlagen. Okay. Ich habe die drin. Nun mach schon. Ich mach ja. Oh Gott sei Dank. Sind Sie das? Ja. Okay. Damit können wir ihm seine ganzen krummen Geschäfte beweisen. Okay. Das ist auch der Grund, warum er deinen Vater umbringen will. Dann gehen wir damit jetzt schnurstracks zur Polizei. Ach, der Junior. Ich dachte schon, wer am Wochenende hier rumschleicht. Ich musste noch ein paar Unterlagen abholen. Dann noch einen schönen Abend. Ihnen auch schönen Abend.